Das sieht abgefahren aus. Ja, also ich brauche grüne Chips. Erstmal nehme ich jetzt alles an Eisen mit, was gerade entladen wurde, tue es in unsere große Kiste, damit wieder Chips hergestellt werden, damit wieder Stahl hergestellt wird und so weiter und so weiter. Ja, schaut gut aus. Da, friss. Hoch. So, die hier müssten gut voll sein. Die wurden nämlich schon seit ein paar Folgen beladen. Und das ist doch schon gleich ein wesentlich entspannterer Weg, als jedes Mal ganz hoch zu laufen zu Erz 1. Also ich werde definitiv oben auch noch weiterarbeiten müssen. Aber jetzt ist schon mal ein schöner Anfang hier gelegt. So, ihr könnt auch mal da das zu Ende verarbeiten. So, Brennstoffblöcke sind geregelt, das ist geregelt. Grüne Chips, genau. Das heißt, jetzt wo Eisen wieder in der großen Kiste ist und auch schnell entladen wird, müssten doch die grünen Chips auch wieder reintrudeln. Wovon ein Großteil davon allerdings, wobei ein Großteil davon allerdings weiterverarbeitet wird zu roten. Was ein wenig doof ist. Also stelle ich mich mal hier hin und nom nom einfach. Lalala. Ich bin der Chef, ich brauche das. Und ich habe auch, glaube ich, nee, habe ich gar nicht eingestellt. Stell mal bitte ein, dass ich gerne immer 100 grünen Chips hätte. Na, nom, nom. Was fehlt noch? Eisen fehlt noch. Ja, das hole ich mir gleich von oben direkt. Stahl. Jo, alles an Stahl. Hier staut sich Eisen, das ist gut. Alles her damit. So, Ärmchen könnte ich jetzt ein paar bauen, das ist okay. Nicht sehr viele. Und ich soll auf keinen Fall die Filterdinger bauen, die sind doof. Also, Very Fast Output Inserter. So, was fehlt bei denen? Wieder grüne Chips. Oh. Kriegt ihr jetzt genug Eisen? Ja, du kriegst genug Eisen. Nimm mal bitte, mach mal bitte hier draus eine schnelle Super-Duper-Fabrik. Was fehlt dafür? Kupfer. Nimm Kupfer. Bau eine Super-Duper-Fabrik. Es fehlt immer noch Kupfer, was? Warum? Wofür fehlt das Kupfer? Ach, für Speed-Module. Speed-Module haben wir doch. Sag doch was. Da. Eins, zwei. Speed-Module haben wir doch hier oben? Ja. Gib mir Speed-Module. So. Bau zwei schnelle Fabriken. Mit viel zu vielen Zwischenschritten. Bekommst du wieder Ärmchen? Du bekommst keine grünen Chips, also bekommst du auch keine Ärmchen. Boah. Also das muss unbedingt so schnell wie möglich alles gut und flüssig und reibungslos funktionieren mit dem Eisen. Weil wenn wir mal eine Weile kein Eisen haben, was jetzt in den letzten Folgen sehr, sehr häufig vorkam, also immer so schwungartig, dann bleibt das hier alles im Stocken. Es staut sich nichts, wird alles verbraucht und selbst wenn wir dann Eisen bekommen, so wie jetzt, dauert das 10 Minuten, bis dann überhaupt der ganze Rattenschwanz abgeklappert ist und das Endprodukt, was wir eigentlich brauchen, hergestellt wird. Also ja, sehr wichtig, dass das alles angeschlossen wird. Ja, nur... Wie? Ist eigentlich ganz einfach. Es muss nur hier auf das Fließband, richtig? Das ist das Hauptfließband. Ja, hier muss das rauf. Das heißt, das hier unten ist eh alles tot, ne? Ja, okay, das bauen wir mal alles ab. Dass mich das nicht mehr so verwirrt. Weg. Genau, kriegen wir noch ein paar Fließbänder wieder. Und dann machen wir hier den Hochgang. Ist der auch richtig rum? Keine Ahnung. So. Müssen wir da einmal... Oh, es könnte eng werden. Da runter, da hoch. Falsch rum. Wieso... Darunter. Reicht nicht. Okay. Dann bau bitte schnelles Untergrundding. Darunter. Da hoch. Okay, schon besser. So, und du machst jetzt hier eine Kurve. Jetzt darunter. Machst da eine Kurve. Ist dahin. Und damit müssten wir jetzt angeschlossen sein.
Du machst bitte das da. Du machst Hälfte ganz, Hälfte halb. Und das stockt sich sowas von. Sehr gut. Aber solange es wirklich das schafft, die Fließbänder durchgehend voll zu halten, ist das auch vollkommen okay. Also das heißt, ich müsste theoretisch langfristig das alles durch Rot und dann später alles durch Hellblau ersetzen. Aber jetzt reicht es mir vollkommen, dass erstmal ein normales Fließband komplett durchgehend voll ist mit Eisenplatten. So, was mit unserer großen Kiste? Die große Kiste... brauchen wir dann gar nicht mehr, ne? Also momentan füllt sie die Lücken, die entstehen durch den Übergang von langsamem Fließband zu schnellerem Fließband. Seht ihr ja, ne? Hier beim Gelben alles dicht an dicht, beim Roten wird das schön auseinandergezogen. Und die Lücken, die dadurch entstehen, füllt halt die Kiste. Und das, was wir hier in der Kiste noch drin haben. Boah, ist das schön. Okay. Wir müssen trotzdem noch sehr viel optimieren. Ich hätte gerne rote Fließbänder. Ärmchen haben wir hier, das ist okay. Kommt die Bahn? Nein. Dann einmal kurz rüber. Wir müssen hier drüben ja auch noch Fließbänder machen. Das wird einen super Stau geben. So. Ja, das wird jetzt wieder nicht schön aussehen, aber was soll's. Das heißt, hier geht das Ding jetzt runter. Da geht's gleich wieder hoch. Anders. Ganz anders. Du, ich hätte gern ein Fließband, das nicht automatisch sich verbindet. So. So sieht okay aus. Das heißt, die unteren befüllen die linke Seite und die oberen befüllen die rechte Seite. Das sollten sie jetzt nur auch möglichst schnell tun, sonst staut sie das wieder alles. Und ich habe nicht genug halbe und nicht genug ganze Ärmchen. Bau. So, da kommt das erste Eisen für die andere Hälfte. Und dann passt das. Okay, das heißt, Ärmchen sind momentan das Problem. Und für die Ärmchen sind grüne Chips das Problem. Ich habe hier die Fabriken gebaut, die sollte ich jetzt auch mal hinsetzen. Dann werden wahrscheinlich die grünen Chips wieder nicht genug Draht bekommen oder irgendwas in der Richtung. Aber das muss ich dann gucken. Genau, nicht genug Draht. Das lässt sich leicht beheben durch ganz schnelle Ärmchen. So, woran hapert es jetzt? Nirgends. Das normale blaue Ärmchen, also das schnelle blaue Ärmchen, kriegt das nicht schnell genug raus. Aber das ist okay, dann staut sich das hier ein kleines bisschen und ich werde immer beliefert. Das ist gut. Wenn wir das Ding hier aber weiter ausreizen wollen würden, oder überhaupt dafür sorgen wollen, dass die untere Fabrik überhaupt mal grüne Chips bekommt, müssen hier ebenfalls rote Fließbänder hin. Und die Fabrik müsste auch schneller werden. Ja, die Fabrik ist ein Knackpunkt. Stopp hier mal ganz kurz. Die arbeiten, so. Mach da unterirdisch, mach da oberirdisch. Mach aus den Ärmchen hier schnelle Ärmchen. Mach das einmal komplett weg. Setz das da rein, darum. Darum. So, dürfte zu keinen Holpersteinen kommen und das Ding kann sich jetzt wesentlich schneller das Kupfer rausnehmen. So, wie schaut's aus? Kommt trotzdem nichts durch. Das ist eigentlich sogar okay, oder? Theoretisch könnten wir das Ding jetzt noch mehr aufmotzen. Ich gebe mal kurz einen LOL, so. Ja, das kann jetzt Instant Chips herstellen. Solange es genug Ressourcen hat. Haben wir irgendwo Kupferdraht auf Vorrat? Haben wir eine Pufferkiste für Kupferdraht? Ich glaube, wir hatten mal eine ganz am Anfang. Irgendwo hier hatten wir sie hingestellt. Aber die habe ich schon verballert, hä? Ja, schade. Während ich hier am Rumwusel bin, könnte ich ja schon mal weiterbauen mit den Sachen für oben. Hier brauche ich aber mehr Eisen. Gib. Das ist ein echt schöner Anblick.
durchgehend Eisen und Kupfer. Jedenfalls so lange, wie die Kolonien halten. Und wenn die Kolonien nicht mehr so viel abwerfen, was macht man da als schöne Großmacht? Neue Kolonien. Du bist die Kupferdrahtfabrik. Dann machen wir da aus dir mal eine schnelle Kupferdrahtfabrik. Und aus den Ärmchen machen wir noch schnellere Ärmchen. Hier ist jetzt wieder ein Problem mit der Geschwindigkeit, wie das Kupfer ankommt, ne? Ja. Das heißt, das hier müsste jetzt alles schnell werden. Ich schau mal. Also so, stell bitte währenddessen noch mehr Schnelle her. Das Unterirdische müsste dann auch schnell sein. Sonst staut sich das unterirdisch. Die Ecke muss kurz weg. Und das denn alles später auch nochmal durch hellblau ersetzen. Das wird echt eine Heidenarbeit. Also überall, ne? Wir werden jetzt nach und nach überall die normalen Fließbänder durch rot ersetzen müssen, weil die Maschinen und die Fabriken einfach viel zu schnell werden. Das ist jetzt eine Viererfabrik. Es geht hoch bis, keine Ahnung, 8 oder so. Und die werden dementsprechend noch viel schneller. Dementsprechend muss aber auch die Förderung schneller werden. Geht mir da. Oh, warte, ich brauche gleich noch ein unterirdisches rotes. Da. Ganz viele Zahnräder. Gut. Das müssen wir alles einmal komplett mit Rot neu machen. Weil das Ersetzen von den Kurven ist immer so ein bisschen komisch. So, einmal alles weg. Ja, das staut sich jetzt möglichst schnell. Da. Sehr gut. So, also Kupfer müsste jetzt richtig schnell unten ankommen und die haben immer was zum Abgreifen. Das Ding ist am Rotieren wie sonst was. Okay, sehr schön. Du bist ein halber, du bist ein ganzer Outputter. Das heißt, es mangelt jetzt hier an roten Fließbändern. Stelle rote Fließbänder her, gib mir Eisenzahnräder. Gib mir alle deine Eisenzahnräder. So, 131 rote Fließbänder. Sehr schön. Dafür nehme ich mir auch die normalen Fließbänder. Fast alle. So. Damit ich die Zwischenschritte nicht so oft machen muss. Sehr gut. Nom. Wir brauchen wieder was Unterirdisches. Da. Brauchen wir wieder Eisen. Ist okay. Läuft, während ich hier die ganze Zeit am Rumwuseln und Denken und Blabern bin. Alles andere übrigens gut. Eisenabtransport funktioniert. Nicht so schnell, wie er sollte, aber funktioniert. Angriffe sind keine da. Forschung müsste eigentlich jetzt langsam auch fertig werden. Weil blaue Tränke ja wieder ankommen, genau. Nicht schnell, aber sie kommen an. Nö, ist alles gut. Sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt richtig schön in Ruhe hier rumbasteln und meine ganze Fabrik optimieren, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, dass währenddessen großartig viele Ressourcen verschwendet werden oder die Gegner zu stark werden oder sonst irgendwas. Das ist richtig schön. Basteln macht Spaß. Also, nimm bitte hier schnellere Fließbänder. An der Ecke auch. Unterirdische Dinger. Da und da. Schnelleres Fließband da. Ups. So, das heißt, es ist jetzt komplett durchgängig schnell. Du bist aber nicht schnell genug, weil du nicht genug Ärmchen hast. Du bekommst jetzt ein Half-Output. Oh, warte mal, das hier oben brauchen wir gar nicht, ne? Jo, warte mal ganz kurz. Du bekommst gleich richtig viele Ausgänge. Oh, warte, das brauchen wir. Ups, sorry, Stahl. So, du bekommst jetzt noch mehr Ausgänge. Und zwar hier. Das wäre jetzt ein halber, ein ganzer. Das heißt, du bekommst noch einen ganzen. Da. Noch einen ganzen da. Und noch einen halben da. Das sieht ein wenig obstrus aus. So, woran hapert es jetzt? Das sieht so krank aus, wie viel hier umgesetzt wird. Also ich glaube, momentan mangelt es an der Fläche
von der die Ärmchen hier was wegnehmen können. Weil es halt so eine komische Kurve ist. Das heißt, ich nehme mal die Untergrunddinger und erweitere das hier. Ja, ich brauche mehr Untergrunddinger. Ich mache das dann nämlich auch schon weg. Also das Plastik und das Eisen soll von hier oben rein. Und im Idealfall sollte es hier unten, genau, da unten raus. Das ist ja super lang, das Ding. Sehr schön. Dann können wir hier nämlich die Kurve früher machen. Kurve, da. Und da die Kurve später machen. Und dann haben die Ärmchen viel mehr ordentliche Fläche, von der sie wegnehmen können. Stau, 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 Stau. Ja. Eigentlich müssten wir das Ganze jetzt hier nochmal langlaufen lassen, dass das Ding 6 Importer und 6 Outputter hat. Aber ich glaube, das wäre dann langsam doch ein wenig übertrieben. Aber sieht abgefahren aus und die Chips sammeln sich und das ist das Wichtigste. Kommen überhaupt mal hier unten welche an? Nö. Aber das Ding ist durchgehend am Arbeiten, das ist mir völlig wert. Kann es sein, dass es an den Eisenplatten liegt? Warte mal. Ja, wir haben nämlich nur einen Input für Eisenplatten. Das könnten wir auch ändern. Das ist hier nur ein paar Klicks. Output da. Genau. Und da reichen auch die da. Nimm das Eisen mal raus. Guck, wie schnell das geht. Ja. Okay. Schön, schön. Also, grüne Chips haben wir. Das heißt, wir können uns jetzt um das eigentliche Problem kümmern. Beziehungsweise nächste Folge. Das eigentliche Problem war nämlich, dass wir nicht genug Ressourcen hatten für die ganzen blauen Ärmchen und lila Ärmchen und was weiß ich. Das heißt, ich gucke mal ganz kurz, ob ich noch irgendwo Ärmchen klauen kann. Wir hatten doch irgendwo Fließbänder für Ärmchen, oder? Ja, hier. Wir hatten aber keine Pufferkiste für Ärmchen. Das heißt, ich nehme mal das hier weg. Oh, nee, das ist ein Ärmchen für Ärmchen, keine Pufferkiste für Ärmchen. Das fehlt noch. Eine Pufferkiste für die normalen Ärmchen und für die blauen Ärmchen und für die grünen Ärmchen. Dass ich, wenn ich sie mal brauche, sie schnell bekommen kann. Genau, stellen wir davon ganz viele her. Zack, zack, zack. Eisen fehlt. Nehmen wir mit. So, wir wollen ja alle schön für den Gyrogon in Zukunft vorbereiten. Genau. Stellen also ganz viele Ärmchen her, haben ganz viele Speed-Module, haben nicht ganz so viele Fast-Bells, wie ich ganz gerne hätte. Aber wir haben alle Grundressourcen dafür. Ist also nur eine Frage der Zeit. So, Stahl könnte noch der Gyrogon in der Zukunft gebrauchen. Da. Sogar auch Stahl da. Ah, ist das schön. Und wir müssen nicht mehr hin und her laufen. Also im Notfall können wir mit dem Zug hin und her fahren und Zugfahren ist toll. Aber selbst das müssen wir nur selten machen. Also wenn ich das optimieren will da oben. Schön, 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 schön. Also, nächste Folgen. Oh, Forschung ist fertig. Perfekt. Ja, wir haben jetzt Super Mining Drills. Die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Ich wollte eigentlich was vollkommen anderes, was ich aber vergessen habe, was es war. Smart, very fast Output. Nö, die ganzen intelligenten Sachen brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Intelligenz. Und das ist absichtlich so gesprochen. Ganz schnelle Fließbänder. Brauchte Lubricants. Wo ich gerade zum Optimierungswahn bin, wäre das vielleicht ganz sinnvoll. Aber ich sollte auch dran denken, dass wir uns mal vorgenommen hatten, immer so Hälfte-Hälfte machen. Also Hälfte Forschung, die uns weiterbringen, was die Arbeit angeht. Und Hälfte Forschung, die uns weiterbringt, was das Piu-Piu angeht. Das heißt, ich sollte jetzt nochmal Laser-Shooting-Speed oder Laser-Damage erhöhen. Wobei ich den Damage nehme. Und es kostet auch fast nichts. So, also Laser-Damage. Also, nächste Folgen werden wir das hier in Angriff nehmen. Dass wirklich alle Ärmchen da sind. Hier fehlen noch welche. Dass alle Kisten da sind. Dass die Fließbänder alle auf schnell umgetrimmt werden. Und dass die komplette Reihe nach unten auf schnell umgetrimmt wird. Ebenfalls sollte dann durchgehend auf beiden Seiten Eisen sein. Momentan ist das da oben ja ein bisschen benachteiligt. Warum eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich müsste ja der Zug gleich kommen. Voll beladen mit Eisen. Und es müsste auf beiden Seiten gleich schnell entladen werden. Also ja, die Dinger hatten hier einen Puffer gehabt, weil sie ein paar Folgen länger Sachen abbauen konnten. Ah, okay. Sehr offensichtlicher Fehler. Die Kisten haben keine Ärmchen.
Also, das wird dann alles behoben in den nächsten Folgen. Bis denne.